Hey Marc hier von Mobile Geeks, wir sind auf Mobile World Congress bei ZTE oder ZTI. Wir schauen uns gerade das Blade V8 Mini an und dabei handelt es sich um eins von den Budget-Phones, was aber hier in einem Metallfinish kommt. Also das ist zwar immer noch ein Plastik-Backcover, aber vom Gefühl her fühlt es sich ein klein wenig hochwertiger an, als wenn es einfach nur ein Plastikbomber ist. Ansonsten von den Specs her haben wir hier einen Qualcomm Snapdragon 435 drin, also das ist ein Octa-Core mit 4x1,4 GHz. Wir haben einen 2800 mAh Akku, was eigentlich bei dem Prozessor eine ziemlich gute Akkulaufzeit garantiert oder verspricht zumindest. 2 GB RAM, 16 GB ROM und was auch ganz cool ist, ihr könnt eine MicroSD-Karte zusätzlich reinmachen. Ich würde sagen, wir gehen einmal ums Gerät rum. An der Seite hier der Powerknopf, der wirklich gut zu erreichen ist. Hier eine separate Lauter- und Leiser-Knopf, finde ich auch mal ganz schön. Unten drin, wir haben Micro-USB, das Mikrofon. Und ja, da sind wir eigentlich schon beim Rundgang fast fertig. Hier oben den Headphone-Jack. Was ein bisschen besonders ist, also gerade für so ein Budget-Phone, ist, dass wir hier zwei Kameras auf der Hintergrund, auf der Rückseite haben. Und zwar einmal eine 13-Megapixel-Kamera und dann eine 2-Megapixel-Kamera, die dann hier für 3D-Foto-Effekte bzw. für diesen Bokeh-Effekt sorgen. Auf der Frontkamera haben wir 5 Megapixel. Und ansonsten hier von dem Launcher, wir haben hier Android Nougat drauf, also 7.0 und ZTE baut eigentlich immer einen ganz, ganz schönen Launcher grundsätzlich, wo man hier eigentlich nichts sagen kann. Ist zwar vom der Optik her sieht man direkt, dass es hier ein asiatisches oder eine asiatische Interpretation von Android ist. Auch gut hier unten die Hardware-Buttons. Ist ein absolutes Budget-Phone. Wir wissen noch nicht genau den Preis, vermuten aber mal so um 200, 250 Euro wird es wahrscheinlich liegen. Dafür bekommt ihr ein solides Telefon mit Fingerabdrucksensor hinten drauf von ZTE. Ich bin Marc von Mobile Geeks. Vielen Dank fürs Zuschauen.